So, hier wieder zurück in einer neuen Folge und wir waren hier fertig mit dem Reden. Dialog beenden. Und jetzt bohrt er hier wieder fröhlich weiter. Das Kreuz, das wackelt ja ein bisschen. Da kann man auch nicht mit dem Brett dagegen schlagen, oder? Das Kreuz sah ganz schön wackelig aus. Lilly wollte lieber nicht riskieren, dass es umfiel. Sonst würde die Oberin sie noch daran aufhängen. So wie auf den Bildern. Auf den Bildern, die die Oberin selbst gemalt hat, oder? Ja, wir brauchen jetzt immer noch irgendwas Dünnes. Dünnes, um die Masken von da oben zu befreien. Aber was? Was sollen wir da benutzen? Wir könnten auch mal kurz mit Edna reden. Vielleicht weißt du ja was Neues. Ach, was Dünnes. Vielleicht die Haarspange von dem Mädel. Aber was sollen wir ihr zeigen? Vielleicht hier, das Ding? Was soll das sein? Ein Marashu Niyoke Shibuya Accessoire? Ja. Ein süßes Pokémon? Oder eine Waffe für den Kampf gegen die dunklen Mächte? Sching! Sching! Was sollen wir denn damit? Weiß ich nicht. Angucken, ist toll. Hier, Tollkirschen. Was lecker, soll lecker. Das sein? Ein Marashu, ein süß oder eine Waffe? Sching! Sching! Was sollen wir denn? Okay, auch nicht. Hier im Lilly durfte leider nicht mit den Tiermodellen spielen. Sie dienten nur zur Anschauung. Ich habe das immer noch nicht verinnerlicht, dass die Dinger ja dorten bleiben. Vielleicht den Grizzlybär wollte ich gerade sagen. Was soll das sein? Ein Marasch, ein Süd oder ein Sching? Sching, sching, sching. Lilly hatte Schei schon viel, aber darum. Sching, sching, sching. Vielleicht murmeln. Was soll das sein? Ein Marasch, ein Süd oder. Och nicht. Ein Apfel. Was soll das? Ein oder. Was kann man noch nehmen? Brett? Was soll das? Ein Süd oder. Was? Ja, unser Meerschweinchen haben wir ja leider nicht mehr. Sonst hätten wir das aus Pokémon verkaufen können. Aber hier, vielleicht ein Glas mit Alkohol? Vielleicht tut euch das ganz gut. Was soll das sein? Ein Maran. Nee, auch nicht. Schade. Dann haben wir wohl gerade nichts für die zwei. Wir müssen auf jeden Fall noch in ihre Haarspange rankommen. Lilly hatte Edna noch nie so besorgt gesehen. Nicht einmal in der Nacht, als sie die Sakristei in Brand gesteckt hatte. Kommst du voran? Ja, total. Kapelle. Bevor du was sagst, mir ist da noch was eingefallen. Ich glaube, dass Garrett ein Geheimversteck in der Kapelle hat. Haben wir schon gefunden. Ja, so eine Art Abhöreinrichtung im Beistuhl. Damit dürfte endgültig bewiesen sein, dass er ein Spion der Oberin ist. Anders sind wir. Ist nur, ob wir dieses Wissen irgendwie gegen ihn verwenden können. Aha. Einsperren. Sie hatte tatsächlich eine Idee. Sie würde Garrett in seinem Geheimraum einsperren. No. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Warte, ich weiß. Wie wär's, wenn wir Garrett in seinen Abhörraum einsperren? Du tust einfach so, als würdest du beichten wollen und wenn er dann sein Versteck betritt, zack, unsere Falle schnappt zu. Ach, sei doch nicht traurig, Lilly. Nächstes Mal hast du bestimmt auch eine gute Idee. Aber jetzt ran ans Werk. Es war mein Plan, also musst du dich jetzt um die Umsetzung kümmern. Boah, wie gemein. Was ist das? Lärm. Moment. Was ist das? Hörst du auch diese Geräusche? Oh Mann, Edna. Ich glaube, da bohrt jemand in der Kapelle. Das ist bestimmt wieder Frank, der nach Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung sucht. Verdammt, das könnte unseren ganzen Plan ruinieren. Wenn Garrett dich nicht belauschen kann, können wir ihn auch nicht einsperren. Du musst dir etwas überlegen, um Frank zu vertreiben. Hast du zufällig die Bauanleitung für meine Zeitmaschine gefunden? Die war eh nicht ausgereift. Wie groß ist die Mikrowelle der Schulkantine? Vergiss es, das reicht niemals. Und meine anderen Ideen sind alle etwas komplizierter. Dafür fehlt uns die Zeit. Das Einfachste wäre wohl, ihm einfach bei seiner Suche zu helfen. Wenn Frank gefunden hat, was er sucht, wird er ja wohl hoffentlich mit dem Bohren aufhören. Edna, lass uns doch bitte auch mal was sagen. Die arme Lilly, die will doch, aber sie darf ja nie.
Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Aber ich darf nicht riskieren. Du weißt ja, was man sich... Es ist alles wahr, außer die Geschichte mit dem Orang. Ja, gut. Das wissen wir ja. Super. Also, dann müssen wir ihm helfen. Und zwar, indem wir dem... dem alten Greis da... eine Gedächtnisstütze bauen. Aber dafür brauche ich immer noch was Kleines, um da in die Löcher reinzukommen. Vielleicht haben wir ja da beim Rundgang irgendwas übersehen. Haken, den können wir nicht mitnehmen. Kamin, den können wir nehmen. Wir können einen Kamin nehmen. Abends hing die Oberin hier ihren Kessel übers Feuer. Aber um diese Uhrzeit trank sie ihren Beruhigungstee lieber in der Kantine. Ja, das hat ja gut funktioniert, den zu nehmen, den Kamin. Vielleicht hier noch irgendwas? Da ist ja noch ein Haken, aber den können wir auch nicht nehmen. Essenslift. Lilly hatte die Funktionsweise des Essenslifts einigermaßen verstanden. Man nahm das fertige Essen heraus und stellte das dreckige Geschirr wieder hinein. Ja, hört sich doch einfach an. Hier fehlte entweder ein Bild oder es gab einen Haken zu viel. Oder beides. Hier können wir ja leider auch nichts machen. Huhu. Können wir der Katze tolle Kirschen geben? Mal so ausprobieren? Lilly bezweifelte, dass Lumpy das essen wollte. Warum? Warum? Kapiere ich nicht. Schade. Ja, was macht man dann jetzt? Puh, ich stecke gerade ein bisschen in der Sackgasse fest. Wir brauchen etwas Spitzes, um die Masken von der Wand zu bekommen. Vielleicht das Hirschgeweih. Vielleicht geht das ja. Lilly dachte schon, sie hätte das richtige Werkzeug gefunden, um die winzigen Schrauben zu lösen. Leider war es aber wieder nur eine Methode, um Zeit zu verplempern. Ach so, na dann. Dann ist ja alles in Ordnung. Schade. Ballon, Gemälde, gibt's hier denn noch irgendwas, außer lauter Sachen? Der Kronleuchter baumelte unerreichbar an einer Kette, die bis zum Turm hinaufreichte. So wurden die Kinder in Versuchung gebracht, darauf zu schaukeln, ohne es jemals wirklich zu können. Ja. Zum Katine. Oh, die Oberin ist wieder da. Lass mich allein. Ich bin durch mit euch Kindern. Oh Mann. Die Oberin trank einen Beruhigungstee. Vielleicht sollte sie die Marke wechseln. Vielleicht sollte sie auf Kaffee Haag umsteigen, weil sie den so gern mag. Ja, Hirsch. Für die Oberin zählten nur Resultate. Warum sollte Lilly sie also mit Zwischenergebnissen belästigen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Du schon wieder? Du solltest außerhalb der Essenszeiten nicht so in der Kantine herumstromern. Da sind schon die merkwürdigsten Unfälle passiert. Und für fast alle habe ich ein Alibi. Fast alle. Also so langsam die Essen und so lang, du hast ja, es sei denn... Ja, also, wir müssen irgendwie den Shawnee beeindrucken. Mit Tollkirschen vielleicht? Habe ich das schon probiert? Das ist immer noch so krass, wie der Kartoffelmann da rumstreicht. Shawnee schien nicht interessiert. Schade, dass Shawnee schien das nicht tut. Lilly durfte Ich komme auch immer wieder drauf. Shawnee schien Lilly. Shawnee.
Johnny schien das nicht zu interessieren. Vielleicht will er ja Alkohol. Johnny, Lili. Ah, wie können wir den beeindrucken? Ich weiß es nicht. Wie bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, dass Edna da hinten wäre, wenn sie die ganze Zeit in ihrem Kammer da rumsitzt? Vielleicht kann man ja die Raufenschaukel mitnehmen. Lili wollte nur allzu gerne auf der vollkommen darum klett... Schade. Somit Lili vermisste die Termiten. Ohne sie wirkte der Baum irgendwie traurig. Ja, stimmt, hast recht. In der Komposttonne gammelten Gartenabfälle gemütlich vor sich hin. Ein Paradies für Maden und Spinnen. Lili konnte sich kaum an den bunten Treiben satt sehen. Yeah! Ja, für was braucht man dann eigentlich die Kriegsbombe noch, wenn wir die ihm nicht zeigen können und sonst auch nicht? Vielleicht geben wir die einfach mal ihm hier. Brauchst du vielleicht einen Sprengzünder? Dann geht's schneller. Was soll ich denn damit? Wenn du mir unbedingt helfen willst, dann entschlüssele die Symbole auf den Bodenplatten. Das Kreuz wackelt noch. Ich glaube, ich bohre an der falschen Stelle. Kennst du nicht jemanden, der sich mit Geschichte auskennt? Ja, doch schon, aber dem, der hilft mir nicht sehr viel. Mann, sieh's doch ein. Der Typ weiß es zwar, aber kann sich nicht dran erinnern. Was sagt er denn zu dem Sprengzünder? Behalte deine Sachen lieber für dich. Wie ich dich kenne, hast du sicher hart dafür gearbeitet. Ja, ganz hart. Das war richtig mühsam. Bist du bald fertig, Birgit? Birgit? Lili entschied, Birgit in Ruhe zu lassen. Die strebsame Schülerin brauchte Zeit, um über ihre Fehler nachzudenken. Mann. Das gibt's ja nicht. Hallo, ich bin wieder da. Vielleicht können wir ja schon mal hinsetzen. Ach, okay. Geht das mit dem genauso? Na gut, Banane? So eine Emotion fehlt noch. Hm? Was? Kennen wir ja. uns? Ja. Nein, nein. Keine Sorge. Ich habe deine Frage von vorhin nicht vergessen. Im Gegenteil. Ich bin dafür bekannt, mich immer an das verdanke ich alles, dass es das zwar es das um die... Ja. Zum Beispiel. Sie mussten mich erst einmal wecken, denn ich war sehr schläfrig. Gemeinsam aßen wir eine Banane. Nein, warte, so war das doch gar nicht. Die Geschichte ergibt hier überhaupt keinen Sinn. Da hat doch jemand an meiner Gedächtnisstütze herumgespielt. Ja, ich. Sonst wäre die nicht mal hier. Die Gedächtnisstütze. Schau mal nochmal in den Notizblock. Da kommen wir aber immer noch nicht weiter. Was heißt das Skript hier eigentlich? Diagramm ausfüllen? Soll man das machen? Soll man es machen? Ich habe echt keine Ahnung, wie das sonst geht. Ich habe ja alles probiert. Ich mache einfach mal. Hatte ich das so oder so ähnlich nicht schon mal ausgefüllt? An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel, noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane.
oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Ja. Okay. Und du? Ich bin gerade voller Begeisterung, dass wir das Ding hier gelöst haben. Yay. Yay? Fragezeichen? Ja, nee, ich bin gerade echt ein bisschen, weiß nicht, was ich gerade machen soll. Vielleicht das hier. Das war die Erinnerungsstütze des Alten. Wenn lebt eine Emotion. Na toll. Das hat ja jetzt gar nichts gebracht. Ich hatte gehofft, jetzt wissen wir, in welcher Reihenfolge wir das da machen müssen. Aber die Folge ist eh schon wieder vorbei. Nee, ich bin gerade echt ein bisschen so Depri. Was hat das uns jetzt gebracht? Nix. Blöd. Auf jeden Fall brauchen wir ihre Haarnadel. Und ja, vielleicht bekommen wir die ja schon in der nächsten Folge. Wir werden es sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüssi, Koski.